Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir spielen heute Drecksau. Das bin ich, Kati. Kahn. Und Nina. Ich habe euch die Regeln für das Spiel hier schon im Unboxing-Video erklärt. Und wir haben auch nochmal hier die Anleitung mit dabei. Wir müssen auch das ein oder andere nochmal nachlesen. Ist ja ein bisschen kompliziertes Spiel. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal hier jeder 4 Schweine. Wer möchte welche 4 Schweine haben? Ich nehme diese hier. Dann nehme ich die hier vorne und du die da hinten? Die hintersten. Okay, ja. Die sind jetzt alle sauber und unser Ziel ist es, also gewonnen hat derjenige, der es geschafft hat, alle 4 Drecksäue zu haben. Gut, wir kriegen jetzt jeder von diesem Stapel 3 Karten, die wir auf der Hand haben. 3 für... Nicht gucken. Nein, ich gucke nicht. Keiner. Nina. 3 für Nina. Ich sehe schon, Nina versuchte meine Karten und, zu gucken. Und 3 für mich. Okay. Und dann kann jetzt einfach die kleinste Drecksau beginnen, stand da, glaube ich. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Die kleinste Drecksau beginnt. Das heißt, die kleinste, die jüngste in diesem Fall? Ich denke, oder? Gut, dann oder fang. Derjenige, der am meisten auf Sauberkeit legt. Der hat auf Sauberkeit legt. Ich glaube, wir sind alle 3 ziemlich dreckig, deswegen passt das bei keinem. Ich weiß nicht, mir ist es egal, ich kann gerne anfangen. Der Hahn im Korb fängt an. Okay. Jetzt muss der Kahn im Korb, ja. Ist ja gut. Jetzt kann ich eine Karte ablegen. Ja. Okay, die zeige ich auch unseren Zuschauern kannst, natürlich genau, am besten. Du kannst sie entweder in der Mitte legen, das ist dann halt so eine allgemeine Aktion, ja, okay. Oder du legst sie an ein bestimmtes Schwein an. Zum Beispiel bei meinem jetzt. Genau. Okay, dann lege ich diese Karte hier. Das ist wahrscheinlich, um die dreckig zu machen. Ja, genau. Das ist die sogenannte die Matschkarte. Okay. Im Matsch fühlt sich jedes Schwein sauwohl. Okay. Kann ich das jetzt hier in die Mitte legen oder soll ich das zu meinem Stapel legen? Achso, du musst dabei übrigens noch laut Drecksau rufen. Drecksau! Oink, oink. Und dann kannst du das dazulegen und deine andere Karte umdrehen. Ja. Okay, also hier, dann kann ich eine Karte dann... Oh, wühlt sich im Dreck. Alles richtig gemacht oder gibt es noch was zu beachten? Nee, Kathi liest sich hier noch die Regeln. Ich lese gerade noch mal hier in den Regeln. Ich weiß nicht, ob du die jetzt wieder unter deinen Ablagestapel legen musst, weil... Wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, macht ja keinen Sinn. Oder hier in die Mitte einfach. Oder direkt wieder da drunter. Nö, ich würde sie wieder drunter legen. Okay, dann machen wir das. So, dann mache ich jetzt einfach mal muss weiter. Ich, eine Frage, muss ich jetzt irgendwas nachziehen? Ach so, oder? Ja genau, jetzt zieh mal eine Karte wieder nach, sodass man immer 3 Nina. Karten auf der Hand hat. Du hast schon, das war schon vorbei. Jetzt bin ich. Ich lege die gleiche Karte, diese Schweinsudel-Dich-Drecksau-Karte. Und werde damit eins meiner Schweine dreckig machen. Und die lege ich dann genauso wieder unten drunter. Und ziehe eine neue Karte. Die dürft ihr natürlich nicht sehen. Und ich lege die Regenkarte, weil ich habe ja bisher nur saubere Schweine. Und wenn ich die jetzt lege, werden eure beiden Schweine wieder sauber. Nein! Muss man jetzt auch was rufen? Nein! Du Drecksau! Oder du Saubersau! Du Saubersau. Gut, weiter geht's. Du Blankosau. Okay, dann mache ich mal mein Schwein wieder dreckig. Drecksau! Natürlich rufen. So, dreckig und wieder unter... Moment, ich hatte gesehen, jemand hat hier die Karte nicht richtig. So. Nina. Ah, ich darf ja noch eine Karte mitnehmen, ne? So. Ja, jeder hat immer 3. Nina ist wieder an der Reihe. Ich werde jetzt dieses Haus hier bauen, diese Hütte, auf meine Schweine, damit sie von solchen Attacken von Kathi geschützt sind, falls nochmal der Regen kommen sollte. Das betrifft aber dann nur einen Schwein oder ja, betrifft genau, das alle? Eins. Okay. Also ich lege das jetzt einfach mal in ein Schwein dran. Mhm. Geht das bei einem sauberen Schwein dann? Ja, das wird dann halt, wenn... Wenn wieder eine Dreckigkarte kommt, wird es erst so Drecksau und ja, dann genau. Bleibt die Karte aber da drauf. Ja, okay. Genau. Das ist, glaube ich, möglich, soweit ich das verstanden habe. Wir spielen es wieder nach eigenen Regeln ein bisschen. Genau, es kann dann ein Sauberschwein oder ein Dreckschwein dran werden. Okay, alles klar. Gut, bin ich dann dran? Ja. Mhm. Dann lege ich diesmal auch eine Drecksau! Und das ist die Frage, wenn man das nicht ruft, ob es da... Dann gibt's Ärger. Strafpunkte, dann wird man mit Matsch beworfen. Okay, ich baue jetzt... Mit Schleim und Glibber beworfen. Ein Haus mit Blitzableiter. Achso, das darfst du nur, wenn du ein Haus hast. Nein! Gut, dann lege ich eben... Ich weiß nicht, was du für eine Karte hast. Dann lege ich eben... Ja, kein Problem. Erst ein Haus und dann musst du den Blitzableiter draufbauen. Aber erst in der nächsten Runde. Genau. Okay. Dann ist die Nina wieder dran. Aber es trifft immer alle, wenn man so einen Blitz einschlägen lässt, ne? Alle Häuser dann, glaube ich, oder? Obwohl, das kann ich nochmal gerade... Wahrscheinlich. Da haut man sich ja selber in die Pfanne. Mit dem Blitz kann man
einen Stall eines Mitspielers abfackeln. Achso, nee, einen beliebigen. Ja. Ah, ja, der ein ausgewählte Stall kommt zusammen mit der Blitzkarte auf den Ablagestapel danach. Okay. Ja gut, dann werde ich jetzt mal Kahns Hütte abfackeln. mit der Blitzkarte. Er wollte gerade Blitzableiter bauen. Das ist leider jetzt zu spät. Das heißt, das die kommt dann weg, ne? Genau. Beide unter den Stapel wahrscheinlich. Und das Schwein das bleibt aber dreckig. Ja. Genau. Wenn die Hütte brennt, davon wird es ja nicht sauber. Merke ich mir, Nina, merke ich mir. Und davon wird das Schwein gegrillt. Ich krieg das nicht hin. Ich muss meine Karten ablegen. So. Okay, dann geht's ja mit. Eine neue Karte für mich. Kati weiter. Dann bin ich wohl wieder dran und ich mach wieder eine neue Drecksau. Die lege ich wieder hier unten drunter. Und dafür Drecksau! Lauter! Also Tourette oder so. Okay, bin ich? Mhm. Hast du eine Karte nachgezogen? Achso, nein. Okay. Gut, dass du aufpasst. Ja. Dann wieder Drecksau! Und Nummer 2 ist dreckig. Ich wette, Nina macht mir das gleich wieder kaputt. Sicher. Hoffentlich regnet es jetzt nicht. Und ich ziehe was. Der Regen kommt immer dann, wenn man ihn am meisten nicht möchte, nämlich jetzt. Mann! Nein! Und damit sind alle eure Schweine wieder sauber. Blankoschwein. Ich habe kurz randaliert, jetzt ziehe ich eine neue Karte. Und dann bin ich wieder dran, ne? Genau. Und ich wäre vorsichtig gewesen, Nina. Toll. Tada! Ich fackel die Hütte hier von Nina ab. Das ist so ein richtiges Rachespiel, ne? Genau. Wenn du jetzt nicht es hättest, die Regenkarte gelegt hättest, dann hätte ich jetzt nicht mein Haus abgefackelt. Genau. So eine nette Nachbarin. Okay, dann wird's wieder Zeit für eine Drecksau. Und zwar hier. Kommt da drunter. Ich glaube, der Drecksau geht es nicht so gut. Die war sauber, dreckig. Die hat sich mittlerweile schon eine Erkältung zugezogen. Ja. So, jetzt bin ich wieder dran und ich werde jetzt auch mal ein Schwein von mir dreckig machen. Endlich denkst du mal an deine Schweine. Ist sie sehr vernachlässigt in letzter Zeit? Ja, das ist nur hier. Eigentlich ist es ja gut, wenn sie sauber sind. Nur wenn die ziehe nicht. Ziehe eine neue Karte. Und damit ist Kati dran. Ich mache auch wieder ein Schwein dreckig. Und ziehe auch wieder eine Karte nach. Ich baue ein Haus und schütze meine Drecksau und ziehe eine Karte. Ich werde ein Schwein waschen. Und zwar Katis. Oh. Und damit ist dann... Achso, ich habe die Karte noch gar nicht gezeigt. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, der Bauer kommt jetzt und schrubbt das Schwein wieder sauber, wie in einer Waschanlage. Die Karte nennt sich der Bauer schrubbt die Saukarte. Der Bauer schrubbt jetzt Katis Saukarte. Und deswegen ist Katis Schwein jetzt wieder sauber. Und ich ziehe eine Karte. Dann bin ich wohl wieder dran. Mhm. Und ich mache wieder ein Schwein von mir dreckig. Diesmal dieses hier. Okay, dann wird es wieder Zeit für eine Drecksau. Achso, ich habe gar nicht gucken. Drecksau! Jetzt kriegst du eine Strafdrecksau. So, hier, das war meine. Kommt hier drunter und ich ziehe dann eine. Jetzt bin ich wieder dran und ich mache jetzt auch ein Schwein wieder dreckig. Drecksau! Und ziehe natürlich eine neue Karte. Jetzt ist Kati wieder dran. Ich mache auch wieder eine neue Drecksau. Und ziehe wieder eine neue Karte. Gut. Dann wird es wieder Zeit für Drecksau. Und die dritte Sau wird dreckig. Ich bin gut dabei. Einer muss Kahn aufhalten. Sorry. Wie ich euch kenne, werdet ihr mich gleich sowieso aufhalten. So. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Regenkarte lege, werden ja meine eigenen auch wieder sauber. Da habe ich ja nichts von. Ja, Mama. So, die dritte. Jeden Angriff mit der Bürste. Die genau. Dritte Karte. Karte habe ich nachgezogen. Die dritte Sau ist dreckig. Ich übergebe an Nina. Bin ich mal gespannt, was du jetzt machst. Ja, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich werde jetzt wieder einen Schwein dreckig machen.
Drecksau! Und du kommst auch gerade schon ganz schön gefährlich nah. Eine neue Karte brauche ich natürlich auch. Okay. Ja, auch ich werde wieder ein Schwein dreckig machen. Ich muss ja einfach hinterher ziehen. Das heißt, Kahn könnte jetzt gewinnen, wenn er noch eine Drecksau-Karte hat. Drecksau! Habe ich denn noch eine? Ja, ich habe noch eine. Nein! Und damit die vierte Drecksau! Und ich glaube, damit habe ich gewonnen, oder? Genau, Kahn hat gewonnen. Nina und ich haben Gleichstand. Beide drei dreckige Säue. War auf jeden Fall ganz witzig, finde ich. Mhm. Ich hatte hier noch diese Karten auf der Hand. Ich hätte noch einen Stall zumachen können, aber ich hatte ja keinen Stall. Die Stallkarte habe ich erst gerade gezogen. Regenkarte wollte ich nicht, damit meine Säue nicht sauber werden. Ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wenn man einmal drin ist, macht es Spaß. Ist auf jeden Fall witzig und auch diese Tatsache überhaupt, dass man versuchen soll, die Schweine dreckig zu machen. Hat es euch auch Spaß gemacht? Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vor allem dieses Drecksau-Rufen, da kann man mal ein bisschen die Sau rauslassen. Und, war auf jeden Fall witzig. Ich laufe jetzt als dreckigste Sau hier bei uns rum, oder wie ist das? Ich glaube schon, aber darauf kann ich stolz sein. Du hast jetzt den Titel Drecksau verdient. Drecksau, ich bin die Drecksau, hier kann die Drecksau. Ist in Ordnung. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich glaube, das Spiel kann auch schon mal länger dauern. Ja, vielleicht möchtet ihr nochmal, dass wir das irgendwann spielen. Oder ihr habt selber schon mal gespielt und möchtet uns eure Erfahrungen davon unten in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über einen Daumen nach oben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.